Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Business ganz einfach, die Show, wo wir euch die wirklich wichtigen Themen im Geschäft erklären. Ich will den gleichen Pulli an. Ich habe nur diesen einen Pulli. Ach, okay. Oder die zwei, drei Pullis. Ich bin halt nicht so reich wie du. Ich habe auch nur den gleichen Pulli an, aber gut, ist egal. Heute wollen wir über das Thema reden, Banken. Und zwar, wie verhält man sich, wenn man Geld von der Bank haben möchte? Worauf muss man achten? Man darf quasi dem Feind keine Schwäche wittern lassen. Und ja, da sind sehr viele Sachen, die, wo man, wenn man nicht aufpasst, man, sag ich mal, hart verkacken kann, wo man dann leer ausgeht. Und ja, das sind wichtige Dinge, die man halt auch im Geschäft wissen muss. Wie kriegt man Geld? Worauf muss man achten? Also am einfachsten ist es natürlich eine Maske auf, Knarre in die Hand und man geht in die Bank. Also die Chancen stehen relativ gut, dass man was bekommt, nur man hat es nicht so lange. Also gut, nein, also Spaß beiseite. Das Thema Banken ist ein wirklich ein Riesenproblem, jetzt gerade speziell in der heutigen Zeit. Die Zinsen sind sehr niedrig. Das heißt, ist auf der einen Seite natürlich für denjenigen, der Geld braucht von der Bank, natürlich super, weil er wenig Zinsen bezahlen muss. Auf der anderen Seite ist es aber sehr, sehr schwierig, von der Bank Geld zu bekommen, weil die Bank natürlich das Risiko bewertet. Die Bank natürlich sagt, wir bekommen fast kein Geld für unser Geld, für das Risiko, das wir eingehen. Und wenn nachher das Ganze schief geht, ja, dann haben sie nur Aufwand und nur Ärger. Also das ist eine, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sehr, sehr schlecht. Und man muss dazu sagen, wenn ihr seht, dass man leicht Geld kriegen kann, wissen es alle anderen auch und werden es auch probieren. Das heißt, die haben hunderte Anfragen. Ja, aber es ist heute schwierig, das Geld von der Bank zu bekommen. Also das größte Problem heutzutage, gerade wenn man sich selbstständig machen will, ist es sehr, sehr schwierig, Geld von der Bank zu bekommen. Also entweder ich habe ein gewisses Eigenkapital und heute ist es so, dass es eigentlich fast schon 50% sein muss, dass ich den Rest bekomme. Wenn ich irgendwo, wir hatten ja eingangs auch gesagt, dass man sich nebenbei selbstständig macht, das heißt, man hat ein gewisses festes Einkommen schon, weil man irgendwo angestellt ist, dann ist es einfacher, dann ist es bei der Bank immer einfacher, Geld zu bekommen. Aber es ist als Startup-Unternehmen wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Und wenn ich heute als Startup-Unternehmen von der Bank Geld haben will, dann muss ich wirklich einen vernünftigen Businessplan aufstellen. Das werden wir irgendwann nochmal ein bisschen im Detail erklären. Mhm. Ich will heute eigentlich erstmal so ein bisschen über die Grundlagen. Also Punkt 1 ist immer, wenn man zur Bank geht und die Bank merkt, dass man das Geld unbedingt braucht, das ist schon mal der erste Punkt, den man eigentlich falsch macht. Also man muss der Bank immer irgendwo auch das Gefühl vermitteln, dass man A, natürlich überzeugt ist, der Businessplan muss stimmen, die Zahlen müssen stimmen, ich muss vorbereitet sein. Das heißt, ich muss mich für dieses Gespräch wirklich vernünftig vorbereiten. Und man muss dann eben auch wirklich zusehen, dass man auch überzeugt drüber kommt. Also ich darf nicht anfangen und naja, ich brauche mal ein bisschen Geld. Und also so genau weiß ich eigentlich noch gar nicht, was ich tue. Und aber gib mir erstmal Geld. Wir haben einen Fall erlebt bei einem Projekt, wo wir ein bisschen geholfen haben, wo jemand von der Bank Geld haben wollte und ist da also reingegangen und hat dann, ich mach's jetzt mal ein bisschen, also ich gehe zur Bank und sage, ich möchte gerne Geld haben und sage, also aber eigentlich kann ich mit Geld gar nicht umgehen. Ja, es war ein bisschen anders, aber es ist egal, aber das ist natürlich was ich nicht sagen kann. Das ist ein absolutes No-Go. Ich muss bei der Bank mir wirklich genau überlegen, was ich sage. Die Banker sind natürlich geschult und die hören natürlich auch genau hin auf das, was man sagt. Also man muss da wirklich aufpassen, was man den Banken erzählt. Und es ist also wirklich so, dass man eher weniger erzählen sollte als mehr. Mhm. Ich muss ein gutes Konzept haben. Das Konzept muss schlüssig sein. Und dann wird es schwierig genug. Also das ist heutzutage einfach wirklich ein Riesenproblem. Und man kann jetzt versuchen, und das ist eigentlich das gerade speziell beim Startup, das ist, die Banken finanzieren, wenn sie etwas haben, mal so ein klassisches Beispiel, wo man es vielleicht ein bisschen anschaulicher machen kann. Will ich ein Mehrfamilienhaus kaufen, was reine Mietwohnungen sind,
das kann man relativ gut einer Bank verkaufen. Sobald es Gewerbeimmobilien sind, haben die Banken ein Problem damit, weil Gewerbe kann morgen, kann es nicht mehr funktionieren. Also ich sag mal, ich habe jetzt irgendeine Immobilie als Beispiel, der Klassiker, weil das haben wir auch, wir haben eine Immobilie, wo ein Spielcasino drin ist. Da kann man relativ gute Pacht bekommen, aber wenn sich morgen die Gesetzeslage verändert und die machen das Spielcasino zu, ist es weg. Und das kann eine Bank eben sehr, sehr abschätzen. Eine Mietwohnung, die wird immer gefragt, die bleibt auch immer, das ist relativ einfach für die Banken zu bewerten. Also Banken machen immer Risikoanalyse und alles, was hohes Risiko ist, ist erstmal Haare aufstellen und mit Angst aus. Betrachten. Also deshalb wird es da sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen machen wollt, ich sage mal als Beispiel, wollt ihr jetzt euch Selbstständige machen im Bereich Handwerk? Mhm. Im Bereich Handwerk und sagt, ihr braucht ein Fahrzeug, ihr braucht Werkzeug und ihr braucht das, das, das. Ihr habt schon einen gewissen Kundenstamm, sind die Chancen relativ groß, dass ihr auch wirklich Geld von der Bank bekommen werdet. So, ich kann es euch jetzt aus eigener Erfahrung sagen, bei mir mit dem Thema Dental, ich habe dieses Patent im Dentalbereich und dann wollte ich, nachdem ich schon wirklich viel eigenes Geld reingesteckt haben in das Patent, wollte ich nochmal einen kleinen Betrag haben von der Bank, um es nachher fertig zu machen. Die Gespräche, ich habe einen sehr guten Banker, muss ich dazu sagen, der mich auch schon lange kennt und selbst da sagte er zu mir, pass auf, wir versuchen es anders zu regeln, weil wenn du da einen Kredit haben willst, auch wenn du da schon so viel Geld reingesteckt hast, das durchläuft zig Gremien, die werden Risiko bewerten und, die können das nicht fassen, zumal es ein Patent was Neues ist, was es noch nicht gibt. Da gibt es keine Zahlen, es gibt keine Daten, es gibt keine Fakten. Da ist es fast wirklich unmöglich, Geld zu bekommen. Also diese Variante, jetzt gerade dieses Thema Höhle der Löwen, was eigentlich eine sehr gute Sendung ist, wo man sehr viel bei lernen kann, worauf es ankommt, zeigt eigentlich, wie schwer es ist, wirklich Geld zu bekommen. Die meisten, die dorthin gehen, haben ihr eigenes Kapital erstmal reingesteckt, weil von den Banken kriegen sie nichts. Und warum gehen sie in diese Show? Weil sie von den Banken immer noch nichts kriegen. Das heißt, sobald ich angefangen habe, Geld zu verdienen und ich verdiene Geld und ich kann der Bank eine Bilanz vorlegen, dann kann ich Geld bekommen und dann wird es einfacher. Aber wenn ich nichts habe, ist es eigentlich fast heutzutage unmöglich. Das ist traurig, das ist sehr schade. Es gibt zum Beispiel so als kleinen Tipp in verschiedenen Städten mittlerweile Organisationen bzw. Zusammenschlüsse. Es gibt Unterstützer für Startup-Unternehmen. Also da sollte man versuchen hinzugehen, wenn man wirklich ein Startup-Unternehmen machen will. Die versuchen einem da zu helfen und da kann man vielleicht so eine Anschubfinanzierung bekommen. Aber in der normalen Geschäftswelt ist es eigentlich fast unmöglich geworden. Ja. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil man hat es bei mir auch gesehen, ich habe ein Patent, was wirklich patentiert ist, was erteilt ist und trotzdem bekomme ich kein Geld. Also Amerika zum Beispiel ist dort viel offener. Die Amerikaner sind dort viel investmentfreundlicher. Die sind eher bereit, Geld zu investieren in was Neues. Auch mit dem Risiko, dass es in die Hose geht. Aber in Deutschland ist das eigentlich gleich null. Und das ist das riesengroße Problem. Also wenn ihr euch da selbstständig machen wollt, da muss man wirklich schauen, in welcher Branche ist es, wie hoch ist das Risiko. Da sind so viele Punkte, die da mit reinspielen, wo man einfach sagen muss, die es sehr, 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 sehr schwierig machen. Mhm. Bei dem Thema Immobilien zum Beispiel war es bei uns so, am Anfang, da bin ich dann hingegangen, um das jetzt nochmal zu dem Thema Auftreten bei der Bank. Die Bank fing auch an, da wissen wir noch, bis ich irgendwann zu dem Banker gesagt habe, du weißt was, fass mich an die Füße, dann kaufe ich es mit meinem Geld und ihr kriegt gar nichts. So, und plötzlich hat man, wir finanzieren es. Also, aber ich hatte damals das Geld, ich konnte so auftreten, da ist es natürlich einfacher. Wenn man dann 3 Jahre mal gewirtschaftet hat und es liegen Zahlen vor und die Banker sehen, oh, der hat jetzt 5 Immobilien, die funktionieren, die laufen, es bleibt Geld über, ja klar, dann sind die Banken auch bereit, nachher was zu finanzieren. Also das ist das, worum es geht. Die wollen was sehen und wenn ich nichts habe, was ich zeigen kann, ist es schwierig. Also ich kann euch da nur raten, wirklich, man muss einen sehr, sehr guten Businessplan aufstellen, wenn man
wirklich ein Startup-Unternehmen machen will oder mit irgendwas ganz Neuem anfangen will, das wird sehr, sehr schwierig. Und auch ob das jetzt ein Restaurant ist, ob es eine Kneipe ist, es wird sehr, sehr schwierig, weil da auch die Lage, das kann ein Banker kann eine Lage nicht beurteilen. Also die gucken zwar ein bisschen, aber denen muss man das Konzept vorstellen, das Konzept muss denen gefallen und ob sie Ahnung haben, also viel hängt da auch von den Bankern ab. Also man muss ja überlegen, so ein Banker, das wird ja nicht der Chef der Bank sein, mit dem man da redet. Das heißt, der hat ja auch was auf dem Spiel. Wenn der nur Fehlinvestments macht, kriegt die ja sicherlich auch irgendwann auf den Sack. Das natürlich, das gehört dazu. Also ich kann euch da nur raten, wenn ihr eine Bank habt, mit der ihr schon jahrelang, der euch kennt, weil er muss es intern, ihr müsst euch das immer so vorstellen, der persönliche Berater, der mir gegenüber sitzt, der entscheidet das ja gar nicht. So, das heißt, er gibt das in eine Risikoanalyse, da sitzen Leute, ich will jetzt keinen beleidigen, aber ich sag mal, da sitzen eben Leute, die zum Teil mit der tatsächlichen Welt gar nicht so viel zu tun haben. Und die bewerten wirklich an reinen Zahlen, Fakten das Risiko. Und dementsprechend, wenn man den Bankberater, sag ich mal, überzeugt, als wenn der merkt, wow, das könnte auch echt gut für uns sein, wird er das natürlich auch enthusiastischer den gegenüber präsentieren und sagen, lass das machen, das ist wirklich gut, die Zahlen stimmen und kann die vielleicht mehr überzeugen. Also man muss da einen Fürsprecher sozusagen für sich gewinnen und dann hat man vielleicht ganz gute Chancen. Ja, aber es ist halt die Maschine Bank, aber es gehört immer noch so ein persönlicher Aspekt, weil man immer noch mit Menschen zu tun hat. Genau, das ist letzten Endes auch so, wie ich letzten Endes zu dem Patent mehr oder weniger dann auch kam, weil es sonst eigentlich gar nicht funktioniert. Also wenn man nicht privates Geld da reinsteckt und wirklich, dann wird es sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil eben, wie gesagt, auch das Risiko der Bank einfach auch zu groß ist, dass sie das Geld verlieren. Ja, ich hoffe, das hat euch etwas geholfen. Wie gesagt, das Thema an sich ist sehr groß und es sind viele Kleinigkeiten, die es dann am Ende auch entscheiden können. Aber das sind so die groben Sachen, die man beachten sollte und definitiv nicht falsch machen sollte, wenn man da hingeht. Man sollte immer gut vorbereitet sein und quasi jede Frage sofort beantworten können, einfach um auch Sicherheit zu vermitteln. Und ja, ich würde nicht sagen, dass man nicht mit Geld umgehen kann, wenn man Geld möchte von jemandem. Meistens nicht so eine gute Idee. Aber auch aus solchen Fehlern kann man lernen und es gibt ja immer noch andere Banken, wo man dann hingehen kann und das nochmal aufs Neue versuchen kann. Aber ja, die Maschine Bank, die Nummern sind wichtig, aber auch die Person dahinter zu überzeugen. Auf jeden Fall und vielleicht auch nochmal, also man muss auch immer ein bisschen gucken, in welchem Bereich man geht. Ich sag mal, für ein Geschäft, was vor Ort ist, immer eine lokale Bank suchen. Also am besten wirklich eine Bank, die dort sitzt, die Region kennt. Also man merkt das auch bei den Immobilien. Also viele Banken zum Beispiel sagen, die Immobilie ist mir zu weit weg, das wollen wir nicht. Also man muss bei der Auswahl der Bank muss man schon, es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wo man wirklich darauf achten muss, also welche Bank ist es, sitzt sie in meiner Region, kenne ich den Bankberater, das sind immer so die Punkte, auf die man achten sollte und ihr könnt uns da aber auch gerne, wenn ihr was vorhabt, auch gerne Fragen. Da können wir versuchen, soweit es eben irgendwie geht, auch zu helfen. Ja. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch bitte ein Like da. Lasst uns ein Abo da für den Kanal. Für den Kanal. Teilt es mit euren Freunden, das würde uns auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. I fucked up this verse, but I'm on one.